Moin. Also, die Handbewegung gerade war zwar ziemlich unnötig, aber wir haben heute Special Guest dabei. Sag hi. Ja, das bin ich. Wollen wir mit einem Freundschaftsspiel anfangen? Ja, Lass mal ich. in meine Arena kämpfen. Ja. Geiler. Au! Wo? Hast du mich gerade erwähnt? Ach so. Ja, Trollmode. So. Oh, ich liebe diese Arena. Ich habe noch nicht aufgemacht. Okay, Lava-Hund. He is so predictable. Och, Oh nein, Scheiße. der Eisgolem ist. Ah, ich hätte Ofen setzen sollen, Dämme. Oh, jetzt. It's unbelievable. Ja, Berkay, ich bin unglaublich. Erneut. Oh, ein Push direkt. Fuck. Was ist los, Ich hä? hab richtig scheiße gespielt. Ah, jetzt habe ich nichts mehr. Nee, du hast nichts mehr Ja, jetzt. ich muss es cyclen. Damit und deine Musketiere noch ablenken. Auf jeden Fall, das war ein misslungener Push, würde ich sagen. Nein! Ja. Ja, ist okay. Ja. Ich merke, wie die Freude aus dir raussprudelt. Ah, du Drecksschwein. Kann man dir? 200 Schaden. Hooray! Weißt du was? Der Push von eben gerade war irgendwie stärker. Nein, ich habe das Falsche gesetzt. Ha. Nein. Oh, das wird deinen ganzen Push eh zerstören. Ich wollte gerade Dings machen. Lava-Hund für den Mega-M. Ja, Mega-M. Nein, 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 nicht so viele Hits, bitte. Okay, zwei Hits ist okay, ist noch okay. Nee, für mich gar nicht mehr. Boah, ist es dein Ernst? Ja. Ja. Also, ich sehe nicht so aus, als ob ich Witze machen würde. Oder? Lache ich? Ja. Keine Emotion. Ey, Dennis ist richtig hart. Emotions. Zero Emotions. Ey, Dennis ist hier heute richtig hart drauf. Komm ein. Nein. Nein. Nein, doch. Oh. Ey, ist es denn ernst? Immer dein scheiß Ofen. Komm, Ofen, spawn was. Kannst du auch da drin Pizza machen? Ja, natürlich. Geil. Nein. Das hätte ich früher machen sollen. GG. Ja. Sorry. Dieses Geräusch einfach. Okay. So. Hat er gerade gutes Spiel geschrieben? Ach so, er denkt, er ist jetzt besser, ne? Oh, ich starte gleich einen Gegenpush. So, Moment, Kobolde und dann Freeze. Freeze, Mama. Oh, jetzt kommt Damage des Todes. Scheiße. Egal, ich habe trotzdem seinen Turm. Das war krass. Das ging auch sehr schnell. Also, Runde begonnen direkt. Ja, das war an der Höhe. Guck mal. Ja, das kenne ich Guck jetzt, schon guck mal. mit Jetzt. dem Tornado. Das ist gute Taktik. So, wir spielen den Golem. Er spielt den Riesen. Okay, den werde ich mit der Kanone ablenken. Okay, was für ein Deck können wir nehmen? Ich suche mir gerade ein Deck. Verteidige ich am besten den Riesen mit Barbaren und Kanone oder nur mit Kanone? Kanone und Baba. Scheiße, jetzt läuft der Golem alleine in den Tod. Warte mal. Ich dachte, du spielst Inferno. Nein. Bist du dumm? Ey, jetzt habe ich die Pfeile nicht. Egal. Die Barbaren.
Oh, ich kann gerade nichts dagegen machen. Nee, ich hätte die Kobolde da hinsetzen sollen, egal. So, dann mache ich mal so. Schön. Ne, den Mega-Eim lasse ich sterben. Also gut, Valkyrie von ihm, okay. Seine Musketier regt mich jetzt ein bisschen auf. Aber nur ein bisschen. Und er hat fast den Turm. Das regt mich auch auf, aber nur ein bisschen. This is a little bit something, something. Och nee, jetzt zappt er das. Oh! Oh mein Gott. Zerpflückt. Nein, er hat das alles gesappt. Ich weiß, die Pfeile waren useless, aber wieso nicht? Oh, Moment, sein Turm ist down. Oder? Ja, sein Turm ist down. Moment. Heftig. Zwei Türme. Nein, ist er nicht. Schade. Schade. Egal. Egal, wenigstens gewonnen. Jo. Okay, ich habe immer noch kein Deck. Was könnten wir nehmen? Ich suche mir ein Deck. Gogao. Ah, von Mold. So, mal sehen, wie es hier läuft mit diesem Deck. Ich würde sagen, die Barbaren. Ich würde die nicht splitten. Nicht splitten? Ich will die auch gar nicht splitten. Ich will die nur hinten haben. So. Aber wie findet ihr eigentlich die Elite-Barbaren? Die sind eigentlich voll die Rotzkarte, da es nur zwei Stück sind. Trotzdem sind die übel stark, wenn man die einmal ignoriert. Wenn man gerade seinen Push am Laufen hat, ist mir schon was passiert. Naja, aber trotzdem. Oh, scheiße, jetzt wird alles weg. Aber ich finde den Bomber-Typen da voll easy. So. Aber ich habe jetzt nichts gegen die Hexe mehr. Warte, ich lass mal Mini-Packer laufen mit Frost. Vielleicht. Oh ja, es bringt was. Das ist jetzt richtig nice. Komm, mach. Ah, okay, schade. Schade. So und so. Nein! Er sitzt. Oh mein Gott. Egal, sein Prince ist trotzdem tot. Ja, er sitzt die Lakaienhorde, worauf ich ihn die Schuhe wegfallen kann. Mein Deck ist ein bisschen ein Vorteil. Sein. Okay, dann. So. Okay, ich spiele den Golem für das Riesenskelett, damit es etwas abgelegt ist. Kobolde, damit es auf der Stelle stehen bleibt. Mach das tot, danke. So, Megalakai, Mini-Packer und die Barbaren. Ich glaube, ich muss da einmal reinfeilen. Und der Turm ist down. Nein, warum habe ich das gefreezt? Bin ich doof. Er setzt ja noch die Kobolde rein. Er versucht alles, dass der... Der hat richtig Angst. Der hat richtig hart Angst. Also man merkt dieses Golem-Deck. Er war anscheinend schon weg. Ist nice. Oh, shit. Ich brauch die Pfeile. Oh, Aid. Moment. Oh mein Gott, da ist so ein Haufen von ihm. Oh, ich hab alles verteidigt. So, ich hab ein Deck. Yes. So, okay. Ja, okay, Berker startet einfach schon wieder. Egal, wir machen jetzt auch. Ja. Also wir haben auf jeden Fall 5 Karten, 240 Münzen und nur gewöhnliche. Ab in den nächsten Kampf. Also ihr seht es genau jetzt bei ihm, wie er spielt, denn ich bin ziemlich gemein. So. Ja, ich fange mal an mit Hawk und Spirit. Ich hoffe, er wird nicht zappen.
Oh, das war jetzt. Oh nein, Mini Pepper. Das ist das Beste gegen den Hawk. Oh Gott. Er zerstört mich. Oh nein, er hat einen richtig Hein. Nein, er hat mich komplett zerstört. Komplett. Und er macht Freeze auf den Mini Pepper. Also, nein, der hat gewonnen. Der kleine Penner. So ein Wichser. Und bei mir sieht es auch gerade nicht so schön aus. Da. Ja. Ich mach gleich Rage Quit. Seit wann benutzt man Goblin Barrel in der Verteidigung? Wenn man in seiner Not ist, kann man das schon benutzen. Okay, ich glaube, ich werde jetzt meine Blitz-Taktik machen. Nur mit Blitz versuchen, seinen Turm zu holen. Bei mir ist gerade halt das Problem, dass ich. Scheiße, er wird wieder freezen. Man kann es ihm ablesen. Nein. Oh, Moment mal. So schlecht sieht es doch gar nicht aus für mich. Also bitte. Kacke, wir haben diese Pfeile. No. Oh, ich habe die Pfeile. Ach, shit. Ja, so ungefähr. Aha, seine Horde ist komplett weg. Ich bin auch so im Elixiermangel. Warte mal, er hat eine 7er Valkyrie. Ich könnte sie eigentlich auf 6 machen, aber kein Bock jetzt Geld auszugeben, obwohl ich 90.000 Münzen habe. Nicht wundern, der. Richtiger Rich Kid hier. Wir beide plappern. Wir beide plappern in unsere eigenen Sachen rein. So richtig war fast. Boah. Alter, da kommt was an. Das wird was. Nein, mein Turm. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir könnten vielleicht noch einen Turm holen und. Ja klar, ein Vierer. Ein Vierer? Nein, ein Vierer Dings. Ein Vierer Dings. Riesenskelett. Aha. Das ist, worauf ich hinaus wollte. Ich merk schon. Werker ist ja ein bisschen zweideutig. Ein bisschen. Ja, guck mal, mein Hauptturm hat 111 Leben. Und seine Pfeile sind hier schon und seine Valkyrie dreht. Oh nein. Ach, ich habe schon wieder verloren, sehe ich okay, gerade. Okay, wir haben verloren. Das heißt. Ich habe auch verloren. Wir wechseln zum nächsten Deck. Ja, ich mach dann mal Pause. Während er jetzt verloren hat, vielleicht abschieben und. Ja, und ich kommentiere auch mit bei ihm. Und bye bye und wir verabschieden uns gleich nochmal bei seinem Video, falls er verkacken sollte. Bis denn.